Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Event und zwar hier um die Geheimnisse von Azeroth. Und dort sind wir jetzt mittlerweile am 9. Tag angelangt und das Rätsel des 9. Tags wollen wir uns auch mal anschauen. Das ist hier einmal die Schmiede ist der Schlüssel. Und ja, falls ihr jetzt die Rätsel davor noch nicht absolviert habt, ich werde euch die wie immer in der Infobox einmal verlinken. Die müsst ihr als erstes machen, um quasi den 9. Tag abschließen zu können. Das ist alles hier so ein bisschen chronologisch. Und ich würde sagen, dann schauen wir in den 9. Tag rein. Dann schauen wir uns den 9. Tag an. Und dazu sind wir wieder hier einmal im gerösteten Geißbock, einmal in Waldracken. Und diesmal können wir eine Quest von Bobby annehmen. Und dann schauen wir mal. Sucht Waffenschmied Korriff in der Obsidian-Enklave auf. Und das machen wir jetzt. Also da müssen wir wieder zu dem Waffenschmied. Da mussten wir ja in dem Tag davor auch schon mal hin. Und wenn wir dann beim Schmied dran sind, können wir einmal die Quest abgeben und kriegen einen Zettel, wo wir ein paar Materialien besorgen müssen. Und ich würde sagen, da tigern wir jetzt los und schauen mal, wo die Materialien zu finden sind. Sodala, wir sind jetzt angekommen und zwar einmal in der Küste des Erwachens und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 22, 78, wobei ihr könnt in dem ganzen Bereich hier sein, denn hier müssen wir so Häufchen looten und das ist zum Beispiel hier am Wasser, seht ihr, liegt eins, feuriger Flux. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr diese Items für braucht, ne? Man konnte ja aus den vergangenen Rätseln alles mögliche aktivieren, macht die lieber mal an. Schaden kann es nicht, sagen wir es mal so. Genau, und da müssen wir insgesamt 4 Haufen looten. Da kommen nämlich immer 2 feuriger Flux raus. Und wie hier in der Liste steht, brauchen wir mindestens 8 feuriger Flux. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auf 8 rauslaufen. In dem Text steht, dass man quasi dort das looten kann, wo Lava auf Salzwasser trifft. Das ist einmal hier der Fall. Und da hinten könnte es auch sein, also wenn hier zu viele Leute sind, hier könnte es auch der Fall sein, da war ich aber nicht. Ne? Ich habe jetzt alle 8 Dinger quasi hier gelootet. Also, ne, da unten. Gut, dann schauen wir noch wegen den anderen Materialien weiter. Dann schauen wir noch wegen den anderen Materialien und zwar müssen wir Rotgold auch noch besorgen. Davon brauchen wir mindestens 50 und die sollen am überlaufenden Stromschnellen sein, an der Küste des Erwachens. Und da befinde ich mich auch gerade. Das ist hier auf den Koordinaten 48, 47. Das sind so Schwefelbecken. Und hier ist es so, dass wir auf jeden Fall diese Götze aktivieren müssen, denn die leitet uns dann quasi immer zu so kleinen Kügelchen hin, seht ihr? Also wir haben dann dieses Licht oben drauf und je nachdem, da wo die Kügelchen sind, da dreht sich dann das Licht quasi hin. Ihr seht, da muss ich jetzt hier hinterlaufen. Und hier ist dann das nächste und das könnt ihr dann einfach immer anklicken. Kleine Randinformation, ihr könnt es nicht machen, wenn ihr im Combat seid. Dann könnt ihr das Zeug nicht aufklicken und wenn kein so ein Licht in der, quasi euch in eine Richtung weist, dann habt ihr in der Nähe keine Kügelchen. Dann müsst ihr so ein bisschen größere Kreise laufen, beziehungsweise ihr könnt auch ein bisschen rumfliegen und das Zeug holen. Ich habe jetzt schon ein paar aufgemacht, da sind eigentlich immer 10 oder sogar ein bisschen mehr drin. Und ja, je nachdem, wie viel Luck ihr habt, müsst ihr 5 von den Dingern aufmachen, vielleicht auch mehr. Wenn ihr einmal geflogen seid, müsst ihr halt blöderweise das Toy immer wieder neu draufklicken, was ein bisschen blöd ist. Aber ja, es geht auch. Schau mal, da hinten haben wir jetzt noch was und das können wir jetzt auch noch looten. Was, irgendwo hier muss es sein. Ah, da haben wir das Kügelchen. Ja. Müssen wir vorher die Mobs quasi wegräumen und dann können wir es, denke ich, mal looten, oder? Shadow melden wir den weg. Und dann holen wir uns den noch. Und dann haben wir jetzt hier insgesamt 60 Stück. Und jetzt würde ich sagen, benutzen wir die Materialien mal. Als nächstes müssen wir jetzt mit den Materialien einmal zur Schmiede. Und dafür sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 24, 60. Und zwar an der Obsidian-Zitadelle. Und hier haben wir direkt diesen Schmiedemeister Korriff. Und mit dem müssen wir einmal quatschen. Und der hat eine Quest und die schimpft sich, einen Schlüssel neu schmieden. Die nehmen wir jetzt mal an. Und jetzt müssen wir mit ein paar Leuten sprechen. Beziehungsweise, einfach der Quest folgen. Jetzt schauen wir mal, was die hier zu sagen haben. Nee, das ist das Falsche. Wie müssen wir denn sprechen? Achso, wir müssen mit ihm sprechen, um das zu beginnen. Okay. Also. Und
Und jetzt müssen wir hier so einen Staub reinschmeißen. Okay, das haben wir. Den Flux müssen wir reinschmeißen. Ah, dann müssen wir die Fackel benutzen. Ne? Seht ihr, die haben wir schon quasi ausgerüstet. Ziehen wir mal das andere Toy zu Sicherheitszwecken auch nochmal rein. Und jetzt können wir das Teil anklicken. Und dann haben wir es schon. Okay, ich dachte, da müssen wir jetzt mordsmäßig was machen, aber das war jetzt eigentlich relativ easy. Da konnte man auch nichts falsch machen. Und ja, das können wir so beenden. Und dann gibt es eine Vorlage. Türs Titanenschlüssel. Und das schließt auch tatsächlich schon dann das Rätsel ab. Mehr ist es nicht. Jetzt würde ich sagen, lernen wir die noch? Da haben wir ja gleich richtig viele Timox-Sachen gelernt. Ah, das ist hier ein Schlüssel. Da einer. Ah, das ist eine Stangenwaffe quasi. Dann ein einhändiger Kolben. Okay, dass man das T-Mog in verschiedenen, mit verschiedenen Waffentypen bedienen kann. Der Stab ist da auch drin. Okay. Aber das ist immer das gleiche Item vom Aussehen. Bloß unter verschiedenen Waffentypen, dass jeder quasi das auch nutzen kann. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Rätsel. Juti, das war's dann mit dem kleinen Rätselguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.